Ich werde ihm jetzt einfach mal so folgen. Hui, 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 hui. Ich frage mich, ob es jemanden gibt, der diesen Weg auswendig lernen würde. Einfach nur, damit er das Auge nicht benutzen muss oder so. Hilfe. Ich habe Angst. Hier bloß aufpassen. Dann geht's hier jetzt weiter. Ladi, 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 ladi. Fahnen! Aber ich denke mal. Scheiße, aufpassen. Da lang dann. Ich wette, man muss irgendwie zu den Fahnen da hinten hinkommen. Alter. Och nee! Mensch, ey. Ich bin ihm doch gefolgt. Ich wette, deshalb darf man die Teile da auch nicht berühren. Dann da lang. Dann da lang. Oder ich guck noch mal ganz kurz. Der fliegende Händler ist da. Oh, das war knapp. Nur der scheint nicht mit einem reden zu wollen, weil er einen gerade verarscht hat. Es kann auch sein, dass er einen nicht verarscht hat, dann werde ich ihn nochmal hinkommen, aber im Moment sieht es gerade für mich sehr stark danach aus. Dann ist da rechts das nächste Teil. Da ist das nächste Teil. Da links dann. Da. Und dann, dann da. Nee, das war eine Sinnestäuschung. Nee, da auch nicht. Da. Es kann auch sein, dass das einfach wieder das Teil von davor war, aber dann habe ich halt Pech gehabt. Dann da. Dann da. Und ja, ich glaube, es war das Teil von davor. Also nochmal zurück. Es kann auch sein, dass ich jetzt total falsch im Kreis laufe, aber ich glaube, die Strecke hier bin ich eben schon gelaufen. Dass ich das nicht gesehen habe, das war einfach direkt vor mir. Dann da rechts lang. Und dann erstmal so gucken und dann. Täuscht mich das? Nein. Gut, da ist das nächste. Und dann bin ich auch wieder hier. Cool. Und jetzt darf ich wieder dem lieben Geist folgen. Obwohl, so lieb ist er ja eigentlich nicht. Ich hoffe einfach nur, dass Sheik mich dann irgendwie dahin portet. Oder mir ein Lied beibringt. Ja, ich kenne deinen Spruch schon. La 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 la. Ich muss hier bloß aufpassen. Auf
Viecher, die aus dem Boden kommen und mich töten wollen. So. Hilfe. Ich hasse diese Teile. So. Immer schön bei ihm bleiben. Und ihm einfach folgen. So. Dann so. Komm schon. Komm schon, Link. Link, Link, Link. Ja. Sehr schön. Hä? Oh! Geistertempel! Oder irgendeine andere Wüste? Der Wüstenkoloss. Also das Teil sieht ja mal echt geil aus. Sieht gut aus. Hilfe! Hä? Aber man sinkt wohl irgendwie in der Wüste ein, wenn man da zu lange stehen bleibt. Nein. Ich mag euch nicht. Guck mal, was hier ist. Hier scheint eine Oase oder sowas zu sein. Ich gehe da einfach mal rein. Ich meine, wenn hier nichts ist, dann bin ich zwar tot, aber egal. Bombe! Nüscht. Super. Wow, das war knapp. Da hinten war noch ein Stein. Ich glaube, das war so einer, den ich noch nicht kaputt gekriegt habe. Und da ist die Teleportplattform. Ah, da ist auf jeden Fall was drunter. Du solltest das hier machen. Okay, das bringt nichts. Super. Nee, da bringt mir Schieb das neue Lied nicht bei. Dann wird es wohl da sein. Ich gehe da jetzt einfach mal rein. Aua! Hätte mich auch mal vorwarnen können. Was steht da denn? Komme in der Vergangenheit hierher mit dem reinen Herzen eines Kindes. Okay. Und hier? Wer in die Zukunft reist, der möge aus der Vergangenheit kommen und die Kraft des Silbers tragen. Also da muss man wohl irgendwas machen. Oh. Ich wollte eigentlich kurz gucken, ob Sheik hier irgendwie ist. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das Masterschwert sei dir ein Ruder auf deinem Weg hin und zurück durch die Ströme der Zeit. Der Hafen der Zeitwanderer liegt in der Zitadelle der Zeit. Willst du den Wüstenkoloss betreten und in den Geistertempel eindringen, musst du wieder zurück auf den Wellen der Zeiten. Höre nun das Requiem der Geister. Es wird dich als Kind in die Wüste zurückbringen. Moment kurz. Okay. Eule!
Ach, ich wette, sie zeigt mir dann den Weg. Du hast das Requiem der Geister erlernt. Und ich werde es gleich wieder vergessen haben. Jetzt ist sie weg. Was sie für Fähigkeiten drauf hat, die sind cool. Naja, ich gucke jetzt nochmal ganz kurz, ob man wirklich nicht in die Wüste, also hier eindringen kann. Also hier kann man ja auf jeden Fall schieben. Beziehungsweise ziehen. Nee, kann man doch nicht. Boah, scheiße. Das war knapp. Ah, da muss man, denke ich mal, reinkriechen. Und die Kraft des Silbers ist dann, denke ich mal, sowas wie das Kraftarmband, das es auch in Wind Waker gibt. Ja, Kantate des Lichts, muss ich erstmal können. Okay. Ja, ich will zur Zitadelle der Zeit. Und da muss ich das Masterschwert in den Stein stecken. Und kann dann nur mit einem anderen Schwert da irgendwie lang. Ja. Also hier ablegen. Ah! Bla bla bla. Hui. Mein Kleiner. Nee, das war falsch. Ja. Ich sag jetzt mal nichts. Okay. Und in die Gerudo-Wüste müssen wir. Hey, das war sogar richtig. Ja, ich will zum Wüstenkoloss. Das ist noch so ein richtig schönes Lied. Na, da sind wir wieder. Und sobald ich da drin bin, werde ich ganz kurz speichern und dann noch einmal kurz gucken, wie es da im Wüstentempel aussieht und wie es da irgendwie weitergehen könnte oder so. Oder kann ich was einpflanzen? Aber ich habe gerade keine Samen dabei. Autsch. Auf die muss ich mal in Zukunft ein wenig besser aufpassen. Also, nicht die Teile da berühren. Das ist da oben in der Decke. Ein Loch. Dadurch werde ich sicher irgendwie reinfallen. Oder so. Okay, da kann ich mich auch nicht langziehen. Wer ist denn das? Ich habe dich noch nie gesehen, Kleiner. Was willst du hier? Ich will den Tempel ansehen. Du bist noch zu klein. Der Tempel ist nicht der richtige Ort für die Kinder. Geh woanders spielen. Ich habe dich noch nie gesehen, Kleiner. Was willst du hier? Ich will, ich suche die Weisen. Ein Weiser? Keine Ahnung. Ist das jemand, der Vater und Mutter verloren hat? Ha, ha, ha. Ich habe dich noch nie gesehen, Kleiner. Was willst du hier? Eigentlich will ich hier gar nicht. Du hast nichts Besseres zu tun? Du kommst wie gerufen. Kannst du mir einen Gefallen tun, Kleiner? Moment mal. Du bist doch nicht etwa einer von Ganondorfs Anhängern, oder? Und wenn es so wäre? Ha,
Gib nicht so an, Kleiner. Jemand wie du könnte nie einer von Ganondorfs Anhängern sein. Diese Schurken sind aus ganz anderem Holz geschnitzt. Aber erst will ich mich vorstellen. Ich bin die Gerudo-Kriegerin Naboru. Ich gehe lieber allein auf Beutetour. Und noch etwas solltest du wissen. Ganondorf und ich gehören zwar demselben Volk an, doch wir sind grundverschieden. Ganondorf und seine Anhänger haben auch Frauen und Kinder beraubt, ja sogar getötet. Wisse, das Gerudo-Geschlecht besteht nur aus Frauen. Nur alle 100 Jahre wird ein Mann geboren. Auch wenn es unser Gesetz so will, dass dieser Mann der König der Gerudo wird, so schwöre ich Ganondorf niemals im Leben Treue. Wieso hat sie es dann gemacht? Nein. Ach, wie war eigentlich dein Name, Kleiner? Dring? Was ist das denn für ein komischer Name? Naja, egal. Man müsste sich mal Naboru nennen.